Ja, Geschäft ist Geschäft. Ich erzähle, es ist egal, was Sie sagen, mein Freund. Ist egal, auch eine Mutter mit drei Kindern, ist egal. Hauptsache, wir machen die Kohle. Darum geht's ja heute. Ja? Wir zuerst, denk an unser Motto. Alles klar, ich erzähle jetzt noch unsere Taktik und dann. Hi, ich bin's, Jeremiah Koch. Schön, dich zu sehen. Ich grüße dich. Du willst dabei sein. Endlich ein Wolf werden. Sei kein Schaf. Ich sag mal so: Wenn du Geld machen willst, gib mir deine 200 Euro. Im ersten Monat machst du schon ein Plus von 205 Euro. Jemand anderes verliert 200 Euro, aber das ist egal, denn du zählst. You first. Das ist unser Motto. Genauso mit den Jungs von Hahn und Hoden. Kannst du dir gleich was anhören? Denn make Hahn und Hoden great again. So, Janni, es ist mal wieder soweit. Das ging schnell. Das ging jetzt schnell. Wir sind heute sehr gut vorbereitet. Ja. Wir haben den höchstmöglichen technischen Standard heute. Mit doppeltem Boden, ne? Mit doppeltem Boden. Weil wir machen nach einer etwas längeren Sommerpause, ich nehme mal meine Brille ab, dann sehe ich dich besser. Wir hatten ja eine längere Spätsommerpause und machen jetzt aus gegebenen Anlass eine Spezialsendung. Kann man sagen, muss ja sein. Jede Sendung ist sehr speziell. Jede, aber wenn es um Amerika geht und wir reden heute über Amerika und die USA, dann muss es ja spezial sein. Auf jeden Fall. Ne? Weil Amerika ist ein besonderes Land. Besonders groß. Besonders groß. Werden wir auch gleich nochmal zu kommen. Weißt du eigentlich, wie unsere Sendung Hahn und Hoden heißen würde, wenn wir amerikanisch wären? Chicken Bag? Chicken Back wäre auch gut. Nee, aber der Hahn ist der Rooster. Ah ja. Und umgangssprachlich wären die Hoden Ja. Die Balls. Balls. Rooster Balls. Rooster and Balls. Wäre auch cool, Geil, oder? klingt doch wie Rooster. so KFC, Wie ne? so ein Menü. Ja. Rooster and Balls. Auf jeden Fall. Oh, dazu würde ich aber eine Coke nehmen, Eine ne? Coke? Rooster and Balls mit Mayo und eine Coke. Siehste? Und Pepsi oder Coca-Cola? Oh, du fängst aber direkt Ich, hart an. ja, weil wenn ich Pepsi oder Coke höre, dann ist ja immer diese Frage. Also, ich bin bei Cola, aber ich muss auch sagen, ich bin da kein Gourmet, ich kann alles. Okay, aber meinst du viele Leute, wenn man die fragen würde, was die mit Amerika verbinden, was würden die sagen? Ob jetzt bei Pepsi oder Cola Nee, oder so spontan. generell, ich glaube Fast Food. Fast Food, ne? Fast Food auf jeden Fall. Burger, Cola und so weiter und so fort. Ja, Hochhäuser vielleicht noch so. Hochhäuser, jo, kommt drauf an, Ja. wenn man mit kleinen Menschen spricht. Sehr gut, du sprichst ja mit mir, Ja. Du, wir sind übrigens gleich groß, deswegen wir haben heute nur ein Mikrofon. Das soll reichen. Hast du irgendeine besondere Verbindung zu Amerika selber? ne? Persönlich habe ich keinerlei Verbindung zu Amerika, also außer Menschen, die vielleicht mal daherkommen. Ich glaube, wir wollten noch zur Musik nachher kommen, da kommen dann natürlich schon mehr Verbindungen auf, aber ansonsten persönlich habe ich da überhaupt keine Verbindung hin. Und du? Warst du denn schon mal in Amerika? Nee, das auch nicht. Also in den Vereinigten Staaten war ich noch In den nicht. Vereinigten Staaten warst du noch nicht. Wir wollen heute auch nicht politisch werden. Vielleicht muss es aber Soweit es geht, zwangsläufig ne? mal irgendwie kommen wir da drauf. Ja. Das heißt also, du hast selber keine reichen Verwandten, reiche Onkel. Früher hat man immer davon, war immer Ja. so eine Art Redewendung oder so ein Hoffnungsschimmer, dass man noch irgendwo vielleicht einen reichen Onkel hat in Ja. den USA, weißt du, der irgendwann mal Übersee. Übersee, Von Übersee, über den ja. großen Teich. Ja. Der sich irgendwann mal meldet oder beziehungsweise der Verwalter des Reichtums meldet sich und sucht noch Erben. Ja. Und dann rufen die bei dir an in Gelsenkirchen-Erle und du bist dann auf einmal der Erbe eines riesen Ölimperiums oder so. Hast du denn Verbindungen in die USA? Also persönliche Verbindungen nicht. Also ich habe da keinen reichen Onkel, keine Verwandten, wüsste ich jedenfalls nichts von. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile gelegt, dass man diesen Wunsch hat oder diesen Traum, dass sich ein reicher Onkel aus Amerika Ja, besser, meldet, das weil meldet sich wahrscheinlich keiner aus meldet, Amerika. also, nee, und außerdem so, scheinbar sind die auch gar nicht mehr so reich alle. Wobei ich gesehen habe, dass die schon mehr verdienen als die Deutschen im Schnitt. Ne? Die Amerikaner? Ja, also das Grundeinkommen ist mehr als zum Beispiel hier in Gelsenkirchen. Aber das ist ja auch keine Kunst. Aber zurück zur Frage, ich habe keine Verbindung, ich war auch selber noch nie da. Hab das aber tatsächlich auf meiner Liste. Würd's gerne hin. Würde ich gerne hin. Ich fange auch jetzt schon an zu sparen. Ja. Also heute. Ja. Und weil, wenn mein Sohn dann 21 ist, würden wir dann, oder haben wir vor, dahin zu fahren. Weil meine Frau hat keinen Bock darauf.
zu langer Flug. Er ist dann erwachsen mit 21. Richtig, weil er war selber schon so clever, weil ich habe direkt gesagt, ohne dass ich was gespart hatte, lass uns doch dahin fahren, wenn du 18 bist. Ja. Und dann sagt er, macht doch gar keinen Sinn, Dad. Daddy. Ja, wenn ich 21 bin, ist doch viel sinnvoller. Und da hat er auch recht. Ja. Und das wäre dann quasi also in Hektopascal wirklich 2 Jahren. Ist ein Brain, ne? Ja. Genius. Genius. Und von daher war schon immer so der Traum, irgendwie schon mal dahin zu gehen und so möglich, also so viel wie möglich zu sehen. Weil Amerika ist, glaube ich, auch nicht gleich Amerika. Ne? Weil es so groß ist. Weil es so groß ist und da sind, wie viele Staaten? 50. 50. Jetzt bin ich ja immer so ein Klugscheißer. Ja, ja, gut, das ist die eine Sache so. Aber könntest du die alle aufzählen? Ich meine, dafür haben auf wir jetzt... Keinen Fall. Ich auf gar keinen Fall. Ich wäre froh, wenn ich auf 20 komme. 20 schon, da wäre ich schon echt stolz. Ja. Da wären wir nachher auch nochmal... Ich weiß auch manchmal nicht, was ein Staat ist oder eine Stadt. Ach so, okay. Weißt du? Also, ja, ja. Also ich weiß Dallas. Schon, dass es, ja, ja. Ich weiß schon, dass es Staaten gibt. Wisconsin. Ja, ja. Kennt man auch, aber ich weiß nicht. Aha. Es gibt auch Städte, die könnten für mich könnten so auch Staaten Staat sein. Sein. Massachusetts. Gibt's ja auch. Also ich glaube, New York ist ja sowohl Staat als Alabama. Auch... Nee. Texas. Texas. Okay, da kommen wir übrigens noch später nochmal zu. Howdy ho. Howdy ho. Yeah. Übrigens, wo du sagst Texas und howdy ho, wir werden also mit jemandem noch, oder ich habe mit jemandem gesprochen, der vor kurzem noch... Bitte ein echter Cowboy. Nein, das nicht, aber ich habe mit jemandem gesprochen, der echte Cowboys gesehen hat. Nein. Aber, Janni, dein Wunsch ist mein Befehl. You know? Your wish is my befehl. Ich war jetzt nicht untätig. Ja. Ich habe uns was besorgt. Nein. Kleinen Moment. Ich freue mich schon. Ich hoffe, echte Cowboys wie wir. Nein. Brauchen echte Cowboy-Hüte. Ist ja mega geil. Und du darfst dir einen aussuchen. Ich weiß jetzt nicht zu deinem Outfit, welcher jetzt besser dir steht. Ich würde den dunklen nehmen. Also den dunklen, dann nehme ich den hell. Boah, das ist ja mega geil. So. Also wir haben zwei Cowboy-Hüte, einen dunkel, einen hell. Howdy Dowdy. Wir schmücken uns aber sehr fein. Und so, und du machst das mal richtig. Also passende Hut? Eigentlich schon, oder? Passende Hutgröße. Wir sehen so ein bisschen aus, als wenn wir auf den Rosenmontagszug gehen wollen. I'm a man, we're real cowboys now. Ja, yeah, what? I'm a southern. Yeah, a southern cowboy. You know, I'm a northern cowboy. Spit some tobacco in the room. Also, Cowboy-Hut muss sein. Ja. Ich habe den jetzt so lässig hier diese, weil ich will ja nicht aufs Pferd heute. Ich schon. Du hast hier vorne rumgemacht. Ich bin schon beim Pferd gewesen. Super, alles gut, auch mit dem Mikro. Also ich denke, jetzt sind wir bereit, über die USA zu reden und wir sind jetzt Cowboys. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch gefühlstechnisch endlich da gelandet, wo ich hingehöre. Ja, siehst du, was so ein Hut ausmacht. Früher hatten ja Hüte viel mehr Bedeutung und ich glaube, in Amerika werden auch immer noch mehr Hüte verkauft als in Deutschland. Also bin ich mir hundertprozentig sicher. Kann gut sein. Kann gut sein. Wie war das denn so als junger Mensch? Weil, guck mal, wir sind ja schon durchaus unterschiedliches Alter, auch wenn du manchmal älter wirkst als du. Als ich. Ne? Als junger Mensch hatte auf mich Amerika schon eine gewisse, noch größere Attraktivität. Mhm. Aber das hat sich so über die Jahre auch gewandelt, auch unser Bild zu Amerika. Wie war das bei dir so als junger Mensch? Ich fand das noch nie so richtig ansprechend, um ehrlich zu sein. Also ich finde diese Weihnachtsfantasie, die schon. Mhm. Ich weiß nicht, wie diese Weihnachtsfilme heißen, aber es gibt hier Kevin allein zu Weihnachten und so. Dann irgendwie dieses amerikanische Weihnachten, das war natürlich, habe ich mit Begeisterung verfolgt und mir mal gewünscht, dass dieses Gefühl auch aufkommt und die weiße Weihnacht und die warmen Lichter und so, aber... Ja, so dieses schon ein bisschen kitschige, romantische an Weihnachten. Ja, genau. Da kam ja dann auch... Also ist ja auch alles dominiert durch amerikanische Filme immer schon. Genau. Muss man so sagen, weil Hollywood und so ist halt weltweit geprägt. Ja. Deswegen haben wir als junge Leute auch viel Hollywood-Streifen geguckt. Ja, genau. Also danach folgt ja auch so Popkultur zum Beispiel. Genau. Wieder sehr in die Richtung. Genau. Musik, hast du auch schon gesagt, war für mich, also ich habe mal so überlegt, ich bin ja auch immer dafür, dass man sich durchaus mal emanzipiert von Amerika und mal so auch über seine eigenen Dinge mal so nachguckt oder nachdenkt. Aber man muss schon eingestehen, viel Gutes an Musik. Ich glaube, 70% der geilsten Musik oder so, die man so konsumiert oder die man überhaupt, ob jetzt geil oder nicht, kommt aus den USA. Ja, also finde ich auch. Also viel der Musik, die ich viel höre, kommt auch aus den Vereinigten Staaten. Und dabei vergisst man manchmal auch, dass selbst die Musik, die auf Deutsch ist, dann oftmals angelehnt total stark beeinflusst ist von der USA. Ja. Also so ein deutscher Text dann zum Beispiel mal drüber ist. Wie zum Beispiel, was, Rap? Ja. Rap-Musik, Rock'n'Roll.
Auch? Ja. Ich weiß gar nicht, wer ein deutscher Rock'n'Roll-Künstler ist. Ja, ne? Ich kenne nur den, meine Mutter hat Peter Kraus gehört. Da standen sie ja in den 50ern alle drauf. Ich kenne nur Peter Alexander. Weil ja, aber der hat keinen Rock'n'Roll gemacht. Der hat nur Roll gemacht. Ja. Aber das ist dann schon so richtig. Der Einzige, was wir Deutschen vielleicht hatten so und die Amis uns dann vielleicht auch so ein bisschen dafür beneidet oder bewundert haben, war die Neue Deutsche Welle. Stimmt. Also das war mal so, dass man gesagt hat, okay, und da war auch Nena mit 99 Luftballons, wo die Amis dann das gecovert hatten oder auch immer noch jetzt wichtige Künstler sagen, das war für die eine gute Zeit. Plus hier diese ganze Geschichte Techno, ne? Also kommt zwar auch aus USA, Detroit und so, die Ecke, glaube ich, aber Düsseldorf, Kraftwerk, elektronische Musik und so, das wird weltweit auch als anerkannt. So. Was ist so dein Lieblingsmusikstil aus USA? Habe ich mir Gedanken zu gemacht. So Blues, Jazz, würde ich sagen. Und dann natürlich habe ich mich auch ein wenig mit der Geschichte beschäftigt. Okay. Weißt du denn, woher der Blues kommt? Mhm. Oder der Jazz? Wir haben ja gerade im Vorlauf dieser Sendung darüber gesprochen, dass wir natürlich politisch korrekt sein wollen. Ja. Auch wenn der amerikanische Präsident darauf ein Piep gibt. Mhm. Aber das ist ja heute nicht unser Vorbild für die Sendung. Nein. Ich weiß natürlich, wo der Blues herkommt, weil er kam von farbigen Menschen, die an Ketten, natürlich nicht an Ketten, aber in Gefangenschaft, in der Sklaverei, jetzt müsste man überlegen, in welchen Staaten das war, aber auf Baumwollplantagen, als Sklaven gearbeitet haben und da ihr Kummer, ihr Leid oder auch um sich zu beschäftigen, abzulenken, so den Blues erfunden haben. Das ist das, was ich weiß. So in Work-Songs, ne? Ja, genau. Ja. So, ist auch so? Ja, es ist auch so. Ja. Also der Blues, das steht ja auch eher für eine traurige Musik. Also man sagt ja selbst, boah, da habe ich einen kleinen Blues gehabt. Jetzt habe ich den Blues gehabt und so, ja. Und das finde ich irgendwie schwer beeindruckend, dass was für eine Tiefe sozusagen diese Musikrichtung entstanden ist. Also, weil ich finde so Menschenhandel, Sklaverei ja schon echt ein hässliches Thema. Absolut. Aber eigentlich so schön und bunt, umso schöner die Geschichte eigentlich, wie schön bunt und was daraus geworden ist, an Energie, also Negatives in Positives. Ja, also ob es jetzt Blues, Jazz oder danach auch Rock'n'Roll, was alles daraus entstanden ist, aber so vielfältig dann und ist. Und wirklich auch, ähnlich wie bei Rap, glaube ich auch, farbige waren dann schon eher so die vordergründigen Erschaffer, so, ne? Auf jeden Fall. Da kam ja erst die Mischung. Also die Mischung aus Blues mit Folkmusik, daraus ist dann Country entstanden. Ja, guck mal. Und wer sind so, bist du da noch so aktuell oder kennst du, oder wer sind für dich so die größten Bluesmusiker in den USA? Das ist nicht mein Gefühl so. Ne? Also für mich die größten, also es gibt Robin Ford, der ist ein Gitarrist, ist für mich momentan einer Robin der größten. Ford. Ja, oder Marcus King. Ja, wir wahrscheinlich nicht vergessen dürfen, ist B.B. King. B.B. King, ist auch in der Popkultur ist sehr bekannt, John Mayer. Ja. Ich denke mal, es sind so Cool. Eric Johnson, so die größeren. Das heißt also, wenn du mal in die USA fahren würdest, dann da vielleicht, wo der Blues herkommt, weil New Orleans? Und? Ich würde auch so, New Orleans, Mississippi Delta. All right, Mister, I got you. Ja, das würde mich interessieren. Ja. Weil da so der Blues herkommt und das meine ich ja. Ich glaube also Mississippi, wie ist denn da die Hauptstadt? New Orleans, ne? Oder? New Orleans. Ja? Ja, bestimmt. Ach, weißt du eh keiner. Also, ein Freund von mir, der hat einen Sprachfehler gehabt. Nee, du hattest schon mal diesen einen komischen Freund, der nicht riechen konnte. Und jetzt, aber da war nicht derselbe. Nein, das ist ein anderer Freund, aber die waren in einer Klasse. Okay, nee. Und der hat ein bisschen gelispelt. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber dann sollte der im Musikunterricht den Mississippi Synthesizer aussprechen. Bitte? Nein! Und Mississippi Synthesizer. Mississippi Synthesizer. Und das war sehr hart. Aber was ist denn der Mississippi Synthesizer? Soweit kam es halt nicht, weil das konnte sich natürlich keiner mehr haben. Was ist das für eine Lehrerin oder ein Lehrer gewesen? Also, nee, die hat auch einen Sprachfehler. Die hat auch einen Sprachfehler. Die hat gestottert. Aber die hatte ähnliche Probleme. Aber das ist ja schon, du warst ja auf einer merkwürdigen Schule. Inklusiv. Inklusive Schule. Wir kommen aber auch tatsächlich nachher auch nochmal zurück zu unserer Heimatstadt Gelsenkirchen, weil da hatte ich auch nochmal eine coole Frage an dich. Also, wie gesagt, wenn wir nach USA wollten, wärst du so beim Blues. Und was wäre deine Musik oder was wäre deine Richtung, in die du gehen würdest? Ja, ich habe ja, wie gesagt, so diese Idee, dass ich so in sagen wir mal, 3 Wochen einmal from the East Coast to the West Coast, um möglichst alle Eindrücke so aufzusaugen. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich New York komplett anders, ne, als L.A.
oder aus als New Orleans oder so. Und dass ich dann quasi von Osten nach Westen, entweder mit einem, also ganz klassisch vielleicht mit einer Harley, ja, ne? Ganz bescheiden. Ganz bescheiden oder Zündapp oder eine Schwalbe, ja. So, die ich dann mitnehmen würde. Oder mit so einem Wohnmobil, um dann überall so 2-3 Tage so die Highlights zu picken. Und so. Aber ich glaube, das, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder wirklich so, dass man sagt, ich fahre 3-4 Orte an und bleib dann aber mal 5-6 Tage da. Ich glaube, das macht, ist mehr, ne? Macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn. Ich glaube, sonst siehst du halt ja nur. Ist nur so. Ja, genau. Aber so festgelegt, so, also ich würde, wenn dann, wenn ich mich für einen Staat entscheiden müsste, dann wirklich, glaube ich, so Kalifornien, Los Angeles. Weil ich halt viel Musik gehört habe, so Punk, die aus Kalifornien, ja. L.A. kam. Und dann würde ich halt mir diese Pilgerstätten da vom Punk in L.A. und so mal angucken. Und tatsächlich auch mal, ein Traum ist auch mal so ein Burger da in Venice Beach. Wo ist denn Hollywood eigentlich? Hollywood ist doch aus L.A. Los Angeles, ja, ja. Ne? Genau. Los Angeles, genau. Und ich hatte ja gesagt, dass ich auch schon mit jemandem mal jetzt mich unterhalten habe, die vor kurzem noch über so ein Stipendium, über so einen Austausch von Gelsenkirchen für ein Jahr nach Texas gefahren ist. Nein! Genau. Howdy. Und da werden wir gleich uns mal ein paar Sachen anhören, wie sie das Ganze so empfunden hat. Und da. Aber als erstes, weil wir gerade schon ein bisschen unser Klugscheißerwissen testen wollten. War gut, ne? Ja, du warst gut. Du warst auch nicht schlecht. Danke, klang zumindest so, als hättest du schon ein bisschen Know-how. Ich hab's erfunden. Du hast es erfunden, das Know-how an sich. Ja. Okay. Und wie gesagt, die Layla, die wir gleich hören werden, die war in Texas. Und mich würde mal interessieren, und wir werden natürlich mal gleich mal gucken, ob die Leute auch wissen, wer vielleicht jetzt recht hat. Ich habe hier mal die USA in kleinem Format mitgebracht. Ja. Und jetzt überleg du doch mal, und ich werde dann auch gleich mal überlegen, wo ist denn deiner Meinung nach hier auf diesem großen, ist ja ein Kontinent auch, ne? Wo ist denn jetzt auf diesem Kontinent Texas? Du hast nur eine Chance. Ich weiß nicht, ob hinter dir ein Kugelschreiber oder so ist. Ich kann Sonnencreme drauf machen. Nee, oder wir machen. Ja, genau, da ist ein schöner. Darf ich drauf malen? Ja, mach, willst du das wiederverwenden? Nee, du machst ein Kreuz und ich mache einen Kreis. Okay. Das ist ja, liegt aber schon korrekt. Ne? Also oben ist Norden, ne? So, ja, genau, nie ohne Seife waschen. Du kennst den Spruch. Mhm. Gut, dann zeige ich dir Texas. Ich mache ein X. Du warst jetzt relativ. Du warst jetzt relativ schnell, ne? Also du sagst, da ist Texas. Ja, es könnte auch da oder da sein. Aber das ist nicht Los Angeles, glaube ich. Los Angeles. Aber ist auf jeden Fall. Ich habe gedacht, weil das ist ja nah an Südamerika so. Oder Zentralmexiko. Okay. Ich glaube, ich muss natürlich jetzt woanders machen. Texas ist relativ groß, ziemlich zentral. Komm, ich gehe aufs Ganze. Ich sag, das ist hier daneben. Ja, okay? Und wir werden später mal auflösen und werden dann auch mal fragen, wer denn meint, wer von uns beiden jetzt recht hat. Weil du weißt, in Amerika, da geht es immer, und das hat auch Layla mir gesagt, es geht ganz viel um Competition. So. Um Wettbewerb. Wettbewerb. Ne? Das ist alles. Ja, also Gewinner, Verlierer. Diese klassischen Stories auch. In Amerika ist alles möglich. In Amerika. Selbst wenn das nicht Texas auf dem Zettel ist, dann kann es Texas werden. Genau. Oder sein. Das ist möglich. Weil die Cowboys alles richtig machen. Aber was auf jeden Fall in Texas Layla aufgefallen ist, da kann ich dir mal vorspielen, hört er mir an. Everything is bigger in Texas. Everything is bigger in Texas. Ja, also wirklich, es gibt in Texas einen Burgerladen, der heißt Whataburger. Whataburger. Genau. Und ich glaube, den gibt es nur in Texas und in einem Nachbarstaat, glaube ich. Und der Burger ist wirklich, der ist riesig. Und das ist der kleinste. Wie viel kostet der? Ich glaube, $5. Also so wie uns ungefähr so, McDonald's-Menü sozusagen. Aber du kriegst mehr für dein Geld. Ja, auf jeden Fall. Und das Beef ist besser als in Deutschland. Das Beef ist echt lecker, muss ich sagen. Die gehen auch, es gibt zwei Läden, einmal Costco's und Sam's. Dafür braucht man wie bei der Metro eine Mitgliedskarte. Und die kaufen wirklich in Gallons ein. Wir hatten O-Saft, Wasser, Milch, richtige Kanister. Eier, wir haben halt alles in Vorrat gekauft. Ja, die brauchen ja so große Autos, weil die Einkäufe... Genau, ja, die Autos sind auch größer. Ja. Ich habe es geliebt, mit den Autos von meinen Gastbrüdern mitzufahren. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Ding da in Amiland,
dass die tatsächlich alles, everything is bigger, ne? Ja. Also du kennst ja auch so Filme auch, wenn die dann so nachts da in den Kühlschrank gehen und die Milch da aus so einem, wo wir 5 Liter Öl drin haben, trinken die, O-Saft kommt daher. Ja, oder wenn die bei McDonald's sind, dann haben die auch so einen 1-Liter-Becher. Ja, Super Size Me, kennst ja auch den Film dann, wo die dann immer gefragt werden, extra, alles extra large und so. Und da ist da tatsächlich so, da war zumindest ihr Eindruck, alles ist größer, Autos, also ist alles so gepimpt auf HD. Und dementsprechend brauchen die auch einen Pickup-Truck, um einkaufen zu transportieren zu können. Ne? So. Und die hauen sich ja mal locker 20 Liter Sprit weg, so große Autos. Und ich habe mal gerade geguckt, so zurzeit kostet ein Liter Diesel in den USA, glaube ich, 76 Cent. Oh. Ist natürlich auch billiger. Ja, gut. Ne? Trotzdem klagen die auch unter den hohen Preisen angeblich und so weiter und so fort. Aber Die fahren generell ja viel mehr Auto. Das liegt natürlich an der Größe des Landes. Weißt du, wie viel größer die USA ist im Gegensatz zu Deutschland? Ich weiß auf jeden Fall, dass da 350 Millionen Leute wohnen ungefähr oder so. War da richtig? 334 ungefähr. 334, um genau zu sein. Genau, aber in Texas genau wird ein bisschen größer gedacht und auch aufgerundet, anstatt aufgerundet. 334 Millionen. Wie viel größer USA als Deutschland ist? Ja. Puh, ich glaube so 60 Mal. Nee, ein bisschen schon weniger. Weniger? 27,5 Mal so groß. Dann heißt also Deutschland, BRD, würde 27 Mal reinpassen. Das ist natürlich schon unendliche Weite. Ne? Voll, weil von den Einwohnern her würde man jetzt sagen, wir haben ein Viertel der Einwohner in Amerika leben. Das heißt, das ist dann viermal so groß wie Deutschland. Das heißt, das Land ist ja wirklich riesig, auch was die Fläche angeht dann. Ne? Auf jeden Fall. Und da verläuft sich das ja dann auch. Ja. Und ich habe auch immer so, also was mir dann so ein bisschen Angst machen würde oder so, wenn ich dann mit der Harley oder mit dem Wohnwagen da oder Wohnmobil oder durch Wohnwagen die Wagen, den an, ich den ziehe an der Harley ne, und der Junge fährt die Harley und ich sitze hinten im Wohnwagen. Wenn du da mal liegen bleibst. Weißt du, wie in diesen ganzen Filmen. Und dann 300 Kilometer wirklich nichts. Nichts ist, und kein Handynetz höchstwahrscheinlich auch. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, nichts zu trinken dabei, weil du hast ja nicht immer so eine Gallon Kanister Wasser da. Also da weiß ich nicht, wie die so damit umgehen. Ja, ich glaube, die haben immer Ersatzkanister mit. Ja, also da musst du schon drauf vorbereitet sein. Ich glaube, das wird dir so schon beigebracht. Und vielleicht bist du dann auch bewaffnet. Weil du weißt, in Texas. Waffengesetze? Das ist ganz wichtig, ja. Ja, weiß ich nicht, ganz wichtig. Ich hab Leila auch dazu gefragt. Und was sagt sie? Kann ich dir sagen. Ja, weil das ist ja spannend. Also ich stelle mir das richtig bedrohlich vor, wenn jetzt also das sind ja Freaks schon mal vor. In der Schule, in meinem US History Unterricht, hatten wir einen Lockdown und dann wurden wirklich alle Fenster, alle Türen verriegelt. Mhm. Meine Lehrerin hat auch gesagt, wir sollen ruhig bleiben, einfach nur hier sein und wir mussten ruhig bleiben, also wirklich leise. Die Ursache war in einer benachbarten Nachbarschaft. Ja. Meine Schule ist hier in der Mitte und daneben eine Nachbarschaft gab es eine Schießerei. Okay. Und deswegen, weil der Täter noch nicht gefasst wurde und auf freiem Fuß war, bis Polizei das alles geregelt hat. Ich glaube, wir waren 3 Stunden in dem Klassenzimmer, bis wir dann weitergeschickt wurden. Kein gutes Gefühl, ne? Also wirklich, wir durften ja auch nichts sagen. Mhm. Man musste leise bleiben. Mhm. Wir waren einfach leise am Telefon oder wir haben einfach abgewartet. Texas ist ja sehr waffenliberal. Ja. Da kann ja jeder sein. Das ist tatsächlich so, wenn einer auf mein Grundstück kommt, kann ich den erschießen. Ja. Ist in Texas so, ne? Ja. Ja. Laufen auch viele so offensichtlich mit Waffen rum oder sind die eher so, ist das so ein Gesetz, dass man die so hinter der Jacke, unter der Hose, weißt du, wie ich meine? Ja. Oder ich muss mir vorstellen, wie so im alten Wilden Westen, dass die wirklich so den Colt da haben. So. Also ich muss sagen, Waffen selber habe ich nicht viel gesehen. Wenn dann bei meinem Gastbruder im Safe oder so. Mhm. Aber sonst, ich selber habe keine gesehen. Also das ist ja schon auch, ne? Richtig krass. Also richtig krass, ne? Als sie sagte Lockdown, habe ich gedacht, ja, Corona oder so. Mhm. Nee. Und dann wurde mir klar, die mussten im Klassenraum, wie in so einem Film, wenn da so ein Amok-Freak da rumläuft, mussten da 3 Stunden rumkauern. Und du bist Deutsche, zu Gast in Amiland. Ich glaube, da hatte die schon ein bisschen Schiss. Wir haben ja alle hier mal so eine Schreckschusspistole vielleicht mal irgendwo gesehen. Ja, oder Messerdiskussion, was natürlich auch nicht schön ist. Knarre, ich meine, das ist ja ziemlich endgültig. Also knallst mit, schießt auf jemanden drauf, ist ziemlich endgültig. Ja, und tatsächlich finde ich das, glaube ich, sogar, ich will jetzt nicht über die beste Art, jemanden zu töten reden, aber so ein Messer in jemanden reinzustechen, ist, glaube ich, noch krasser, als einfach mal abzudrücken und jemanden dann niederzuschießen. Ist schwieriger so. Schwieriger, weil du hast nicht den direkten Kontakt so. Ja.
Aber die haben ja dann auch da AK-47 und also die haben ja alles an Waffen. Ja. Ne? Ich glaube, die sind ja insgesamt, glaube ich, besser ausgestattet, die Zivilbürger, als unsere Bundeswehr. Ja, das ist ja so, oder? Kann gut sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder zweite Haushalt wahrscheinlich so hat, locker, hat da eine Waffe. Ne? Ne? Und davon halt manche ganz viele. Ja, und dann halt auch noch so alte Gesetze auch. Mhm. Also das Recht, jemanden da abzuknallen, wenn er auf deinen... Stimmt, das sind so Gesetze von 1700 irgendwas. Da sind ja die auch mega stolz drauf. Ja. Und da lassen die sich auch schwer überzeugen, dass man die vielleicht mal... also das ist ja dann für die das Schlimmste, glaube ich, wenn man denen solche Rechte entzieht. Ja, da ist ja sofort Kommunismus. Ich kann jetzt keinen mehr umbringen. Nee, und ich kann mich nicht verteidigen. Also ja, ich würde ja sagen, ich will keinen umbringen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht dass die so vernünftige sind und sagen, okay, ich frage den erstmal und nicht, ich schieße erstmal und frage den dann. Aber also das ist schon heftig. Ja, ist jetzt nicht meine Welt. Aber trotzdem, wenn man das dann so hört und dass dann Leute dann in der Schule mit einer Knarre rumfeuern und du Angst haben musst, dass sie auch zu dir kommen, da weiß ich nicht. Und das ist dann was, wo meine Frau sagen würde, ne, da muss ich auch nicht haben. Also dafür fahre ich nicht nach Amerika. Nee. Ne? Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das macht eigentlich auch so ein bisschen auch Schiss. Schiss ist auch ein gutes... Gutes Thema. Musst du zum Klo? Nee, ich muss nicht zum Klo. To the toilet, but... ich habe mal so überlegt, auch weil das sagt ja viel auch aus über die Gesellschaft und die Kultur. Ich habe mal das Wort des Jahres, beziehungsweise Jugendwort des Jahres. Ja. Also Wort des Jahres. Gibt es ja in Deutschland auch Jugendwort des Jahres, kennst du? Dieses Jahr, Jugendwort in Deutschland? Ich weiß nur, dass Tellerhohn vorgeschlagen war, aber das wurde es nicht. Ne? Genau. Interessanterweise ist ja immer so, finde ich persönlich, das sind immer Wörter, die man so gar nicht hört. Ja. Vielleicht liegt das an der... Selbst als ich quasi in der passenden Zielgruppe war. Und Tellerhorn war tatsächlich vorgeschlagen in Deutschland als Jugendwort. Was wurde es denn? Aura. Aura? Ja. Boah, ist ein Aura. Ja, also so. Boah, das ist ein Aura. Schwere Aura. So wie, ne, das ist ein Aura. Der macht Magie. Der gute Aura, das gute Influencer. Gute Aura. Aber Jugendwörter an sich gibt es in den USA nicht. Da gibt es nur das Wort des Jahres. Ja. Und das ist dieses Jahr ein ganz interessantes. Also in Deutschland ist das Jugendwort Aura, wobei ich denke, wow, haben sie doch eine gute Bildung, die jungen Leute so. In USA ist das Wort des Jahres 24. Shotgun. Nee. Ich muss jetzt aufpassen, aber du musst überlegen, was das bedeutet. Enshittification. 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 Schwieriges Wort. Etwas in Scheiße zu packen? So ungefähr. Das heißt quasi so. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe mir mal so die Worte der letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre mal angeschaut. In Amerika ist immer sehr viel so progressiv mit Technik und so. Und Enshittification ist einfach die Vermüllung des Internets. Ah. Also dass ja mittlerweile mehr Schrott im Internet kursiert, als zumindest gehaltvolle Informationen. So ein bisschen wie das Weltraum. Wie der Weltraum wie das Weltmeer. Entschuldigung. So, also, no problem for me, dude. Also die Vermüllung des Internets. Enshittification ist in den USA das Wort des Jahres. Und Jugendwort des Jahres in Deutschland ist halt Aura. Und dann habe ich mal geguckt, weil ich weiß ja, du bist ja ein Kind der 90er. Mhm. Und manchmal denke ich auch gerne zurück. Dann habe ich mal geguckt, was war denn vor 30 Jahren? Ja. Was war vor 30 Jahren das Wort des Jahres in den USA? War eine Kombination, auch, musst du überlegen, so ein bisschen Computerzeitalter, Anfang von Internet vielleicht auch und so. Cyber and Morph? Cyber ist sowieso Übergang? Morph sind so Übergänge gestalten, also digitale Veränderungen von Gesichtern und Morphen so. Ne? Cybermorph. Und Cyber ist halt so ein Präfix für alles, was mit Computertechnik, digital und so. Also so technischer Übergang. Ja, so da wurde schon klar, auch klar war viel mit Internet und digital und Technik und so. Ja, und wenn du also Aura und Shitification und vor 30 Jahren, weil Cyber and Morph, aber was war vor 30 Jahren das, nicht Jugendwort, aber das Wort des Jahres? Also das Wort des Jahres. Ja, da gab es auch immer Unwort des Jahres und Wort des Jahres. Bestimmt sowas wie irgendwas mit Steuern oder so. Steuerentlastung. Ja, Branche. So ungefähr. Superwahljahr. 94 waren nämlich das Superwahljahr. Da waren bestimmt 3-4 Wahlen, weißt du? Ja. Und davor, 93, auch interessant, Sozialabbau. Weißt du? Die Amis haben Cyber im Morph, die Deutschen Sozialabbau und Superwahljahr.
Also, howdy, ey. Tiefgründig, ne? Schon irgendwie. Und Zeit auch viel so über die damaligen die Zeiten, so fand ich, ne? Und das fand ich ganz interessant. So. Superwahl, ja. Superwahl, ja. Cybermorph, Aura, Entitification. Und Sozialabbau. Sozialabbau. Ganz krass. Ja, Sozialabbau, weiß ich nicht. Donald Trump wird das ja vielleicht auch vorantreiben. Ich habe auch nochmal so überlegt, ohne jetzt zu sehr politisch zu werden, wen würde Donald Trump in sein Kabinett als Minister oder so holen. Also ich habe ja schon gehört, Elon Musk als Berater. Ja. Also er könnte ja Wirtschaftsminister werden, in seinem Interesse, glaube ich. Und Chuck Norris als Verteidigungsminister, hatte ich so überlegt. Weißt du, dann so, dass man so die Amis sind ja, also die hätten ja kein Problem damit. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Und alle würden dann sagen, ja klar, Chuck Norris ist unser Mann, so, also my man. Und Scatman als Pressesprecher. Scatman als, so, weißt du, und alle würden sagen, ja, he made it, so. Da wird keiner sagen, ah, und so. Also die haben ja ganz andere Mentalität. Hat die Leila dann auch so erzählt. Also die sind, wirken erstmal sehr offen und so, sind natürlich dann teilweise auch nur anders geprägt durch Rassismus. Da hat sie auch noch was dazu gesagt. Aber die Mentalität ist schon eine ganz andere als unsere jetzt zum Beispiel. Weißt du denn, was die Amis an Deutschland mögen? Die lieben das Wetter hier, was ich nicht verstehe, nein. Also die haben da im Moment 30 Grad immer noch. Ja. Und die lieben das Kühle, diese frische Luft und das sagen die auch immer wieder, dass das hier sehr naturbelastet ist. Also, dass wir auch hier viel Natur haben, Parks haben, wo wir schön laufen können. Ja. Das hatten wir da in der Texas Großstadt nicht. So, okay, Großstadt. Wir waren auf der in der Großstadt, sehr warm, genau. Sehr heiß. Ja. Also, weißt du, also, wenn wir denken so, USA, Burger, alles ist groß. Und in die Deutschland, boah, das Wetter. Kalt. Endlich mal kalt, naturbelassen. Ja. Okay, guck mal, die waren in Gelsenkirchen, also im Ruhrgebiet zu Gast bei Leila und haben gesagt, naturbelassen. Ja, und sagt dann an einer Stelle auch noch, die haben Angst vor der deutschen Autobahn. Wenn man da so schnell fahren darf. Richtig, weil in USA haben die Tempolimit. Ja, 90. 90. Aber hier die Amis haben gesagt, nee, das ist, weil da kommen die und rasen und so, das ist für die dann, also können die sich nicht dran gewöhnen, haben die ein bisschen Schiss vor. Eigentlich krass, dass die so ein Tempolimit haben. Ja, muss schon. Muss man mal sagen, passt gar nicht dazu. Also die dürfen mit Knarren rumlaufen, wie sie wollen. Richtig. Und weißt du, was die auch noch erzählt hat? Dass, und das fand sie auch strange so, dass sie überhaupt kein Problem damit haben mit dem Trinken und Fahren. Ne? Also die kriegen dafür nur eine kleine, wie so ein Ticket, so eine Ordnungswidrigkeit. Ja gut, weil du halt, kommst ja sonst auch nicht von kommst nach Hause. So. Und hat auch vielleicht mit der Freiheit zu tun, so ja, mit ja, der, genau. Die man da, wie stellt mich der Staat sich ein. Ja. Aber die hat gesagt, die war schon erstaunt, wie viele Leute da, also besoffen oder so high, mit so einem Pickup-Truck dann da, zwar im Tempolimit, aber besoffen nach Hause fahren. Ne? Ja. So, das hab ich mich auch so ein bisschen gewundert, weil würde es ja in Deutschland jetzt nicht. Und da hat sie auch selber gesagt, da ist sie froh drüber, dass wir quasi so ein Rechtssystem noch haben, dass man hier nicht besoffen einfach so fahren kann, dass so okay ist. Mit einer Gun auf dem Beifahrersitz. Also das sind so Dinge, weiß ich nicht. Da müsste man sich erst mal dran gewöhnen. Aber dass die das Wetter als angenehm empfinden, gut, wenn da jetzt immer noch 30 Grad jetzt noch sind weiß nicht, ja, gut, die ganze Zeit so heiß ist, das ist auch nicht schön. Ne? Das belastet wahrscheinlich dann irgendwann auch. Ne? Auf jeden Fall. Und weißt du eigentlich, was in 2 Jahren da los ist jetzt? Und wenn du mal nach links guckst, dann ist da vielleicht ein heißer Tipp. Da ist nicht die Europameisterschaft. Natürlich ist da nicht die Europameisterschaft. Weil die das Weltmeisterschaft, das passt gut. Weltmeisterschaft. Ey, das passt gut. Thema Sport wollte ich mich auch noch eröffnen. Ja. Ja, weil was sind denn so die Sportarten, die Amerika eigentlich oder in den USA, die Favoriten da sind. Sie hat auf jeden Fall gesagt, so, können wir uns auch nochmal anhören. Ich muss mal einmal gucken, ich habe die hier. Die Leute sind sehr neugierig, die wollen, die gehen auf einen zu, sehr offene Leute auch. Aber auch so das Klischee in der Highschool war immer, dass Cheerleader und Footballplayer die schlimmsten Leute sind, immer so ärgern. Also ich war auf einer Schule mit 6.000 Schülern. Boah. Ich war auf einer großen Schule, sehr competitive College? Auch. Nein, auf einer Highschool. Highschool. Genau. Das kommt nach dem College. Nee, vor. Okay. Erst Highschool ist bei uns die Oberstufe sozusagen. Genau, College ist Fachhochschule, genau.
Aber das, ich glaube, die Chili, da waren die süßesten Mädchen, die ich jemals kennengelernt habe. Die waren so nett, die waren natürliche so. Natürliche Schönheiten oder gemachte Schönheiten? Schon natürliche Schönheiten, muss ich sagen. Okay. Ja, und die Football-Player waren eigentlich auch eigentlich coole Leute. Ja. Natürlich sind ein, zwei, die dann viel aus sich denken, ja, so ja, Quarterbacks ja. und so. Ja, ja. Aber sonst waren das echt nette Leute. Ja. Also klassisch auch so Klischees mit Cheerleadern, so Film, Barbie und Ken und ja. so. Aber sie hat gesagt, tatsächlich ist Football immer noch da, in Texas auf jeden Fall Nummer eins. Nummer eins. Jede, ne? die haben immer so einen Namen da gedroppt, bla 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 Bears, bla 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 so und so. Also jedes College, jede Highschool hat ein eigenes Team. Da ist immer auch richtig ja, wie College, so eine Liga. College-Sport ist ja richtig krass. Und da wird ne? voll gesponsert auch und so. Ja. Und da ist es richtig so, wie man das kennt. Und die Schule, auch wenn die auf eine Art alle übergewichtig sind, weil die halt so mega viel konsumieren ja. und so, süß, Zucker, Fett, alles und so. Aber die machen viel mehr Sport, ne? Schule, da sind viel mehr Angebote auch in der Freizeit, ne? Also ja, auch in der Schule. Verbunden. Das ist ja gut, ja, du genau. ja gar nicht und natürlich, können. Sie hat auch gesagt, und du hast auch gemerkt im Gespräch mit ihr, sehr gutes Englisch hat sie auch, hat sich gut entwickelt, ihr Englisch ja. in dem Jahr, sagt sie auf jeden Fall. Competition so. Also ja. da ist ganz viel Wettbewerb, ne? Das ist halt so der amerikanische Gedanke, so der American Dream. Du kannst alles schaffen, du musst ein bisschen was machen, so. Ja. Und deswegen im Football und so wird das schon, also ich glaube, so Football ist ganz weit, Baseball, klassisch, Eishockey, je nach Bundesstaat auch, glaube ich. Ja, ja, ja. Und Soccer kommt mittlerweile auch. So, Soccer kommt mittlerweile auch. Ja. Und ich habe auch mal überlegt, jetzt so, hier der Marco Reus ist jetzt der aktuellste, der glaube ich irgendwo. Stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob LA oder. Nach Galaxy? Ich glaube, glaub, die gehen viel genauer. Aber Galaxy. Was ich richtig krass finde, dass Spiele aus dem spanischen Pokal einfach in USA ausgetragen werden. Ja, ja. Das ist auch richtig. Also das ist Kapitalismus, ne? Ja, genau, das ist also richtig. Kohlemacherei. Und da sind wir, der American Dream, ich habe mir ein bisschen dazu noch was angelesen und das war ganz interessant, weil die so verschiedene Seiten beleuchtet haben. Ja. Und da ging es darum, ja, wer kann diesen American Dream dann wirklich leben? Das sind halt Leute. 5% oder so. Ja, also sind ganz wenig Leute ja. und wie unterschiedlich der definiert wird. Also die einen definieren den als die Freiheit, zu tun zu können im Leben, was man will. Ne? Oder die anderen definieren halt als soziale Gleichheit, die eigentlich mal geschaffen werden sollte. Ah, ne? siehste? Als die Sklaverei aufgehoben wurde. Ja, ja. Und die anderen sagen, der American Dream ist halt reich zu werden, aber die Chance bekommen halt größtenteils ja, ja. die weißen Leute. Ja, Land, ja. Ne? Also der gibt ja ein so ein Album auch oder einen Song oder so von Agnostic Front, The American Dream Died. Also das ist auch nur noch so eine, so ähnlich wie Quality Made in Germany. Also ist immer noch so, geil, so eine Idee, ja. so, weißt ja. du? Dass die Welt immer nur denkt, so Germany und Quality, ja. aber die Leute, die in Deutschland wohnen, sagen, nee, Junge, hier ist nichts mehr, hier geht alles kaputt. Ja, so. Genau, das und fing da in den 70er Jahren auch ja. schon an, dass sie darüber genau. geschimpft haben, genau. dass es nicht funktioniert, weil es offensichtlich auch eigentlich eine ja. rassistische Idee ist. Und nicht nur, dass die dann die spanischen Pokalspiele in den USA spielen, sondern demnächst auch NFL noch wieder mehr Spiele, auch in Berlin und so, weil auch hier dann der Football aufgebaut werden soll. Ja. Hat scheinbar auch war viele nicht Leute. Auf Schalke? Auf Schalke war auch Düsseldorf, bla bla bla, gegen was weiß ich. Ja. Aber das ist ja dann nicht so meins. Aber Soccer kommt da immer mehr. Die WM tatsächlich, 26. War auch schon mal, ne? War schon mal, habe ich auch was vorbereitet. 94, da warst du noch ein kleiner Stöpsel. Ich war da schon genau 18. Und da habe ich auch noch mal geguckt, das war nämlich, das war natürlich klar, 1990, Deutschland Weltmeister. Und dann geht ja oft dann so erstmal wieder nach unten, weißt du, neue Mannschaft, Berti Vogts war der Trainer. Das war auch die Zeit, wo Stefan Raab den Hit auch hatte. Guck mal. Guck mal, und jetzt Stefan Raab sein Comeback gemacht. Ja, und ja. einfach macht genau die gleichen Lieder. Ne? Ja, genau, aber damals hat er schon so, da war schon so, da hat ja einiges schon gehabt, Birdie Fuchs war dann so ein Hit auch auf Viva und so. Und damals war er in den USA auch und da haben die auch schon in Dallas gezockt. Ich weiß nicht, was das war, Viertelfinale oder so gegen Südkorea oder Hinrundenspiel irgendwie, bei 50 Grad. Das heißt, auch nächstes Jahr ja. Ist zwar so mega large, sind da irgendwie 8 Spiele bis zum Finale, 104 Spiele über insgesamt. Ja. Und die Amis haben jetzt schon gesagt, das wird 104 Mal der Super Bowl. Ja, also, weil okay. alles so big das sein also wird. Übertrieben so. Mega die so. Plastik wegschmeißparty richtig sozusagen. So, weißt du? Das wird das aufgesetzte ja, ja. Event. Ist aber auch wieder krass so. Die ersten Spiele sind unter anderem auch in Kanada und Mexiko, aber ab Viertelfinale nur USA. Okay. Weil da picken sich die Amis nur die. Also oder dann wollen sie auch die Distanzen kürzer halten wohl. Aber die schönsten Spiele sind dann wieder nur in USA. Klar. Ist klar. Bei 50 Grad höchstwahrscheinlich auch wieder. Gucken sie auch schon, wie gehen sie damit um. Und damals, 94, war das so, da war der Skandal, kennst du wieder mit Stefan Effenberg? Ja. Der hatte ja auch so einen Tiger sich da hinten rein rasiert. Ja. Da wollten sie also einen Haarschnitt haben wie Effenberg.
Und der wurde beim Stand von 3-2 gegen Südkorea ausgewechselt. Fans waren vorher schon am Buhen auch. Haben sie den richtig ausgebuht und gedisst und hat er den Stinkefinger gezeigt. Ach, ist aber Gott sei Dank oder leider nicht so viel auf Kamera zu sehen. Weil das damals ja noch nicht so war. Gibt nur so ein paar Fotos, aber da hat der Effe so richtig der deutschen Nation den Stinkefinger gezeigt. Weil der war ja damals schon auch so ein bisschen querulant und Großmaul. Fand ich damals ein bisschen, also ihn fand ich schon immer damals ein bisschen bollermäßig, aber jetzt finde ich das eigentlich schon wieder cool. Weil wer wird das heute machen? Ja, also weißt du, wer würde heute Nagelsmann, wenn er ausgewechselt wird und an der Buhn welche, wer wird da den Stinkefinger zeigen? Eigentlich auch schön, noch mal ein bisschen Persönlichkeit mal reinbringen. Ne? So, weißt du, in der Hitze des Spiels und da waren halt Basler und so, also da kommt auf jeden Fall wieder USA, WM. Und dann weiß ich nicht, wann die Spiele hier übertragen werden, in der Nacht oder keine Ahnung. Kommt ja wahrscheinlich an, also die USA ist ja, das ist ja auch erstaunlich, also wenn man sich mal die Breitengrade anguckt, was auch immer das ist genau, aber sich anguckt, wo das auf der Welt alles verteilt ist, von oben nach unten, das sind ja verschiedene Klimazonen, die mehr oder weniger so durchgehen. Ja, klar. Also da, ich meine, von Alaska, was ja wirklich kalt ist, bis nach Texas, was wirklich total heiß ist, also da kannst du ja, also da gehen ja auch ein paar Stunden sozusagen verloren auf jeden Fall. Dem Weg. Ne? Nee. Das ist ja richtig krass. Und dann hast du da 50 Grad und da 10, Frühling und da ist der Herbst. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Also dann, ich meine, du hast schon regionale Unterschiede, aber jetzt nicht in dem Sinne. Also das wird schon eine Herausforderung sein. Und dann weiß ich nicht, wie das deutsche Team da reagiert. Bevor ich das vergesse, ich habe nämlich jetzt auch so einen leichten Durst, weil mir war ja, also mein Traum von Amerika ist natürlich auch, wie gesagt, meine Frau wird mich schon wieder steinigen, wenn sie das wieder hört oder die Augen verdrehen. Also so dieser Gedanke, Fast Food, Burger und so, ne, weil ich da halt auch eine gewisse Neigung zu habe. Übrigens, der beliebteste Fastfood-Snack ist tatsächlich das Sandwich. Ne? Ja. Ja, also ich hätte jetzt gesagt Burger auf Platz 1, so wie bei uns Currywurst oder Döner. Hotdog ist Platz 3. Pancho. Nee, aber so Sandwich und so ist irgendwie beliebt, weil zu jeder Tageszeit sehr flexibel, sehr variabel. Und Subway ist, glaube ich, auch eine größere Kette als McDonald's tatsächlich, aber weltweit gesehen. Ja, weil die halt Sandwiches machen. Weil die halt so Sandwiches machen. Ne? Okay, krass. Und ich habe mal was bestellt. Ein Sub aus Amerika. Nee, der lag jetzt schon bei so drei Wochen. Nein, ich bin einfach mal in die Folgen gegangen und habe mal so eine Snackbox bestellt. Geil. Nur mit Ami-Sachen. Essen so. Wir jetzt auch? Wir essen jetzt, wir werden die jetzt probieren. Ich gebe dir die mal an, ich zeige dir mal. Also zwei, du merkst schon so, alles ist immer so auch ganz anders. So, ne? Hier ist zum Beispiel Snoop Dogg drauf. Ne? So, weißt du? Also das sind so, ich weiß nicht, so Nacho-Chips oder so. Barbecue Cheddar Snoop Dogg Favorite OG, Potato Chip. Das OG. OG. Das heißt also, wenn du die hier isst, dann guckst du wie Snoop Dogg. Ja. Und Snoop Dogg isst die auch gerne. Hier habe ich von Sugar Candy Pack, also Süßigkeiten. Du kannst gleich mal nach Belieben die aufmachen. Hier sind so Pepero, White Cookies, Oreo-mäßig. Ja. Also das sind so Cookies, wenn wir auch mal schauen. Was haben wir hier noch? Sour Patch Kids, also auch irgendwas Saures. Ja. Mal schauen, wie das sein könnte. Dann hier klassisch zum Frühstück. Barbecue Steak, mach mal direkt für uns auf. Pringles Barbecue Steak. Weiß nicht, ob es die jetzt schon auch in Deutschland gibt. Es gibt ja in Gelsenkirchen, in Feldhausen, gibt es auch einen, oder gab es zumindest bis vor kurzem einen Laden, der UK-US Candy. Ah, okay. Heißt die haben auch so was angeboten? Ja, ich glaube, inzwischen ist natürlich ein Eschischer-Shop geworden. Ja, aber, ja. Also oder schlesische Wurst-Spezialität. Der Typ ist einer aus meiner Grundschule. Nee. Genau. Und der war der gelispelt hat? Oder? Nein, das war Tim Lampe. Und Tim Lampe. Tim Lampe macht jetzt... Okay, aber wir haben das jetzt irgendwie... Ich will natürlich direkt so verfressen, wie ich bin, so eine große Hand genommen. Ja, das war Barbecue, ne? Die Dosen sind kleiner als bei uns. Ja. Aber die Dinger sind auch kleiner, ne? Dinger sind auch kleiner. Dann gibt es hier noch so Kinder-Schokobons Crispy. Interessant. Gibt es bei uns auch? Ist auch deutsch, Kinder. Ja, ja, aber die ticken natürlich von Ticken auch in den USA. Ja. Also da können wir auch mal dran gehen. Kinder-Crispy. Aber die Pringles Barbecue, scheint mir so schlecht, so als Frühstück. Also Steak ist nicht drin, aber... Nee, aber so ein bisschen Barbecue-Taste. Und hier nochmal so sauer, also viel saures Weingummi auch. Mhm. Kannst du auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch erstmal Durst. Und da habe ich so... Dr. Pepper. Nee, was ist das denn? Nee, das sind so... Das ist aus USA, aber das ist irgendwie japanisch. Nein, das ist hier von Montana Black oder so wahrscheinlich der Energy. Weiß nicht, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, das ist Cola Erdbeere. Ach, krass. Mach die doch mal auf und schütt uns das mal ein. Ja, warte mal, dann trink. Dann habe ich noch so eine Fanta. Das ist ein bisschen wie Weihnachten hier gerade. Ja, so eine Fanta mit... weiß nicht, was das für ein Geschmack ist. Ich kann es ja nicht lesen. Das sind ja japanische
Also das fand ich irgendwie strange, dass die Amis... Was ist da drauf? Ein Zitrone? Ja, so eine Pomelo? Weiß ich nicht. Das ist ein geiler Sound. Aber der Sound war schon mal geil. Kennst du diese Videos? Und hier auch noch so eine Fanta. Die nur so Sounds aufnehmen? Ja. Weißt du? Was ist das? Fanta Apfel Mango, oder? Die haben einfach Farbe verloren. Ja, weiß ich nicht. Pfirsich, oder? Pfirsich? Ja, glaub schon. Auf jeden Fall. Aber du wurdest doch verarscht, Mirko. Das USA? Sind alles asiatische Produkte. Ja, aber vielleicht haben die USA, stehen die voll auf Japan-Sachen, obwohl die ja eigentlich auch mal im Krieg zueinander waren. Aber jetzt können wir, erstmal da, was ist das denn jetzt, die Erdbeer-Cola oder was? Hey, how will you say it? Cheers? Cheers, heidi ho, sagen wir. Heidi ho. Ja, ist Cola Erdbeer, ne? Ne. Hä? Erinnert mich so ein bisschen an diese Jelly Belly-Geschichte, die ich gehört habe. Oder das schmeckt so wie die Weingummi-Erdbeeren, die man kaufen kann am Kiosk. Stimmt, ja. Nur mit weniger, also es hat recht wenig Geschmack, aber ist trotzdem süß dabei, ne? Aber nicht zu süß, oder? Ich hätte mir das jetzt USA-mäßig noch süßer vorgestellt. Aber wir haben natürlich auch krasse Vorurteile, ne? Also ich habe auf jeden Fall krasse Vorurteile. Schon. Also ich glaube, jeder hat Vorurteile oder falsche Ideen. Ja. Was auch noch eine Sache ist. Hoher Koffeingehalt. Ja, ist das so? Ja. Aber hör dir doch mal an, von wegen Vorurteilen. Ja. Also ich hatte ja auch, viele behaupten ja, die Amis wären jetzt doof, auch weil sie Donald Trump gewählt haben. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Weil die werden schon ihre Gründe haben. Und ich finde auch schwer, dass so die Deutschen können ja nicht das also beurteilen, was die Amis tun. Also, weil wir leben nicht da, wir können da gar nicht beurteilen. Wir können auch nicht so belächeln, arrogant, weil die... So, haben, genau. Find also, das finde ich, sollte man schon mal so sagen, die werden schon wissen, was zu tun und die müssen da die Konsequenzen tragen. Die Amis können ja auch nicht bewerten, was wir hier tun, weil die kennen sich ja gar nicht aus. Andere Leute gucken auch auf Deutschland und werden sagen, okay, das ist wirklich beeindruckend, wie eine rechtsextreme Partei so viele Stimmen bei euch im Landtag. Auf jeden Fall, da werden die sich auch wundern. Nachdem ihr eine gewisse Zeit lang mal eine Menge von Menschen umgebracht habt. So, aber vielleicht wundern die sich auch nicht, weil scheinbar... Und gerade so Texas hatte ich auch immer so den Eindruck, so die leben wirklich noch so hinterm Mond, weil für die ist Texas schon die Welt und groß genug vielleicht. Aber was Leila da so festgestellt hat, das musst du mal reinhören. Als Austauschschüler musst du mindestens ein halbes Jahr in US History, also US-Geschichte. Mhm. Und da wurde ich auch die verrücktesten Fragen gestellt. Mhm. Also als wir dann in der Geschichte zu Deutschland kamen und uns dann am Film über Hitler und so angeguckt haben, wurde ich oft gefragt, ja, kennst du den? Ist der eigentlich immer noch da? Mhm. Also, und obwohl, wir haben gerade den Film geguckt, da stand, also es wurde schon alles erzählt. Und, ist immer noch da? Also wirklich, manchmal wurde ich auch gefragt, ob ich mit dem verwandt bin und ich dann so, hä? Ja. Also bist du von mir, Hitler? Ist eigentlich immer noch da? Also da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass die, also entweder interessiert die das überhaupt gar nicht und hat überhaupt nicht so die große Bedeutung. Ja gut, ist auch schon 80 Jahre her. Und die denken auch, dass Deutschland total klein ist, glaube ich. So. Der kennt doch jeder jeden. So wie Luxemburg. Genau. Das auch, Luxemburg müsste ja auch jeder kennen. Genau, und dann bist du auch mit dem verwandt, weil ist ja in Texas auch mit jedem verwandt. Mhm. Aber da habe ich schon so gedacht, wow, dann haben die aber keinen guten Geschichtsunterricht. Weißt du? Also höchstwahrscheinlich werden die auch nur über Hitler reden und dann sagen so, komm, da ist jetzt genug mit Europa. Weißt du? Ja. Also wir waren jetzt hier die Guten, haben den da besiegt. Und vielleicht denken die ja noch, dass die so nett waren und denen einfach nur die Waffen weggenommen haben und trotzdem mal leben lassen. Also lebt der eigentlich immer noch und so. Aber das fand ich schon ein bisschen strange. Was sollen wir jetzt noch aufmachen? Du hast Bock, ne? Ich auch. Ja, also wir hätten ja jetzt was Herzhafte mit dem Barbecue-Chips. Ja, mach du mal was auf. Ich würde hier diesen Pepero aufmachen. Ja, mach mal auf. Der klingt zwar anders, als man erwarten würde, weil Pepero wäre für mich so... Ja, gut, ich meine, ist ja guck mal, der ist schon mal interessant. Noch gehört wahrscheinlich noch auch zur amerikanischen Geschichte auch. Ja. Und, guck mal, das sind... Oh, das ist aber interessant. Gibt es sowohl als auch. Das sind mehrere, Sticks dabei. Sticks und so kleine Cookies. Also, sehen aus wie Oreo-Kekse. Sehen aus wie Oreo-Kekse. Und dann halt diese kleinen Stäbchen. Die aber so, der erste, der mir so... Oh, guck mal, nimm mal da so einen. Ja, sieht knusprig aus. Sieht knusprig aus. Oh. Oh ja. Pepero. Schmeckt auch knusprig. Schmeckt knusprig? Ist so ein... Aber halt auch nicht so viel Geschmack irgendwie, oder? Wie siehst du da? Oder habe ich irgendwie... Sind die Deutschen noch süßer als die Amis? Naja, so eine besondere Erkältung, wo man nicht schmeckt. Ey, da sind nur so Sticks drin. Da sind gar nicht so Oreo-Kekse drin. Aber kann man mit Oreo vielleicht essen? Kann man so kombinieren. Nimm mal ruhig noch einen. Also ich bin echt erstaunt. Es ist nicht so süß, wie ich erwartet habe. Ich dachte, Ami wäre immer alles übersüß. Mhm. Geht eigentlich. Ja, überhaupt nicht. Kriegt man gar keinen Diabetes.
Wahrscheinlich ist trotzdem viel Zucker drin. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Das ist einfach so ein Keks. Butterkeks, kann man sagen. Mhm. Mit weißer Schokolade. Mhm. Aber die ist jetzt nicht gerade sehr schokoladig. Nee. Oh, ich hatte letztens mal eine Salzstange mit Schokolade übergossen gegessen. Boah, das war lecker. Mit ja, Salzschoko. Also so eine Salzstange mit Schoko rüber. Das war richtig lecker. Also das... Das verkaufe ich ab jetzt in den USA. Ja? Ja, klar. Ich hatte ja die Idee, weil Lela hat... unter dem Namen Sauerkraut. Sauerkraut? Lela hat mir viel erzählt, dass da auch immer noch also strukturell und formell auch so Rassismus herrscht. Mhm. Also dass man da wirklich... Hautfarbe ankreuzen muss auf so Befragungen. Ja, dann steht da Latino, White American und so richtig krass noch. Und da muss man wirklich erst sich dran gewöhnen, auch oder auch vorsichtig sein. Gibt also sehr viel, also durchaus auch so Gerede und wirklich auch strukturelle Vorteile und Benachteiligung. Und ich habe überlegt, den Döner da zu etablieren. Weil einen Döner gibt es da nicht. Keinen vernünftigen bestimmt. Nee, er hat sie nie gesehen. Krass. Aber vielleicht wollen die das auch gar nicht. Weißt du? Ja, aber, ne, aber die wissen das noch nicht. Also ein Amerikaner wird zu dir sagen, die wissen noch nicht, dass sie das wollen. So, genau. Und genau. Und du musst sie nur dann dahin führen. Ja. Du musst sie an der Hand nehmen. Du kannst alles verkaufen. Kannst alles verkaufen. You can make it. Yeah. If you want. Ja, das ist das mit Amerika und mit dem Sport und mit dem süßen Zucker, der gar nicht so süß ist. Jetzt hast du deine Erdbeer-Cola schon getrunken? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Schon drauf vorsichtig, da ist viel Koffein drin. Ja? Ach, das schreiben die doch nur so. Wir machen gleich die auch nochmal auf, okay? Machen wir. Weil da würde mich auch nochmal interessieren. Ich habe auch mal noch eine Frage. Was denkst du denn, also Amerika hat viel Einfluss auf die ganze Welt, so haben wir heute festgestellt. Aber denkst du, Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet hat auch Einfluss auf irgendeine Art und Weise auf Amerika haben können? Also das war tatsächlich so immer Amerika unser Vorbild, der große Bruder. Mhm. Und ich denke ja, und Uncle ich befürchte, Uncle Sam, the American Dream. Also ich denke ja tatsächlich, oder ich habe ja mal gehört, wenn man wissen will, wie es in Deutschland ist in 5 Jahren, muss man nur jetzt nach USA gucken. Das ist natürlich dann teilweise beängstigend, aber ist durchaus schon was Wahres dran, dass ich also so Dinge wie Uber, weiße Pizza hat und so, also erst USA, Fastfood-Ketten, alles was so kapitalistisch ist, mit allen negativen Konsequenzen, ist dann auch kurze Zeit später in Deutschland. Ja. Also von daher ist das immer schon unser Vorbild irgendwo gewesen. Aber ob jetzt Gelsenkirchen auch eine Attraktiv- oder eine Vorbildfunktion für Amis hätte, also wegen Zweitliga-Fußball bestimmt nicht. Vielleicht wegen der Industriekultur, irgendwas mit Bergbaumäßig. Ja, genau. Ja, du also, weißt bestimmt mehr, ne? Ja, ich hätte natürlich, also ich habe... geforscht habe ich, ne? Okay. Ich habe meinen Koffer genommen, bin unter Tage gefahren und ich habe was herausgefunden. Was hast du herausgefunden? Und zwar, dass damals ja hier als Industriestädte oder sogar die Mega-Boomer-Städte sozusagen, dass dieses technologische Wissen halt dann in die USA getragen wurde, okay. In den sogenannten Rust Belt, im Nordosten der Amerika, der USA. Ja. Und um damit halt quasi dort den Industriegürtel auch weiter auszubauen. Ah, okay, das heißt das technische Know-how. Genau. Von unter Tage. Haben die dann quasi auch exportiert nach USA, aber auch nach Australien, habe ich auch schon gehört. Ne? Und die Chinesen haben auch teilweise schon ganze Industrieanlagen aus dem Ruhrgebiet übernommen und da wieder aufgebaut. Ja. Plus Know-how und so. Gut, das ist natürlich dann irgendwie schön für die, aber für uns ja dann traurig, weil wir haben das ja alles dann quasi, gut, Wissen ist ja immer vorhanden, aber wir haben ja viele Sachen auch einfach verkauft oder abgegeben. Ja, und ich glaube, die USA, die also ich glaube, die haben aktuell, die Kohlekraftwerke sind auf dem Maximalhof in den USA und werden wahrscheinlich nochmal steigern. Das wird noch schlimmer werden, ne? Von daher können die das ja auch erstmal behalten. Ja, auf jeden Fall. Wo du schon sagst, hier Gelsenkirchen und so, jetzt ist ja Donald Trump ab 20. Januar nächsten Jahres im Amt. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ein Tag vor deinem Geburtstag. Mein, guck mal, so sind Freud und Leid irgendwie bei Samson, so nah. Bei Samson, ja. Bei Samson, ja. Bei Samson, ja. machen Sie schon mal hier die süße Drink, dann kannst du dich mal sinnvoll beschäftigen. Ohne jetzt hier zu kleckern, ne? Ja, aber, ich glaube, du hast in dem asiatischen. Nein, da ist kein Asia-Shop gewesen. Da stand USA. Sugar Dad hieß die Firma. Ja. Da steht drauf: Fanta Peach China. Oh, Peach ist doch. Ist doch Pfirsich, oder? Pfirsich oder Strand. In Venice Beach. Da gilt wie Strand am Meer. Ja, reicht schon. Wir werden ja keinen Zuckerschock kriegen. Aber das war bisher nicht so süß, wie ich gedacht habe. Lass mal verköstigen hier. Aber wie gesagt, cheers. Howdy now.
Ja. Also das ist ja eher so... Das ist schon süß. Spermafarbig. Boah, spermafarbig. Farbig. Aber auch sehr süß. Sehr süß. Und boah, hat eigentlich kaum Geschmack. Ne? Und also wenig Kohlensäure. Also so Eigengeschmack. Also so Sirup. Das, ja, das ist so wie der Rest Sirup aus einem Gallon-Kanister da. Aber jetzt mal zurück hier zu Donald Trump, dem orangefarbenen Menschen. Ja. Jetzt kriechen sie ja dem alle schon so ein bisschen in den Arsch. Also sind ja diplomatisch, müssen ja 4 Jahre mit dem zurechtkommen. Und deswegen will man sich ja den als Freund sichern. Weil wir sind ja abhängig von Amerika, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wir haben denen ja auch viel zu verdanken, ne? Die haben uns ja nach dem Krieg auch finanziell super unterstützt. Natürlich auch mit eigenem Interesse. Also deswegen auch immer so ein bisschen zwiespältig. Also natürlich haben die uns geholfen. Die haben die haben auch geguckt, dass sie auch da profitieren von. Ja, und dass nicht noch ein anderes mehr Einfluss hat. So, genau. Also von daher muss man das ja immer so sehen. Aber jetzt wollen sie auch wieder Donald Trump so ein bisschen in den Hintern kriechen. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, auch wenn das nicht der Fall sein würde, wir wollen ja mal gucken, so Gelsenkirchen. Jetzt stell dir vor, jetzt ist irgendeine Aktion, der kommt nach Gelsenkirchen, Donald Trump, ne? Und du willst ihm natürlich auch dann imponieren. Und Karin Welge, unsere City, wie heißt der, weiß nicht, Bürgermeisterin of USA. Ja, also, Citizen Master. Citizen Master. die will dem irgendwie imponieren und irgendwie was Schönes zeigen oder ihm quasi so auch in den Hintern kriechen. Mhm. Was könnte die denn in Gelsenkirchen tun, damit sich Donald Trump, also damit er nicht sofort denkt, wenn wir irgendwie eine Stadt nicht schützen, dann ist er Gelsenkirchen. Also dass er denkt so, well, it's cool, I like the city. Yeah, get some friends in China. Yeah, get some friends. Karin, thank you for showing me. Ich muss kurz einmal in Donald Trump reinversetzen, was dir dann wichtig wäre. Ja, das muss schon irgendwie ihm so... Ja, es muss was Hartes auch sein. So, oder es muss ihm so, dass er denkt so, wow, die mögen mich wirklich so. Ich bin quasi auch deren König. So. Ich bin auch deren König, ja. Ich bin ja auch der Geilste. Also ich habe überlegt... So, ja, was auch mal, was du sagst. Ich habe überlegt so, natürlich zeigt man dem auch wieder Schloss Berge. Ja. Und würde dann sagen, das ist King Donalds Castle. Ja. Da könnte der dann residieren. Ja. So, und auf dem Weg dahin, über die Cranger-Straße, Cranger-Straße, as you say. Und das ist dann die Trump Mall. So. Achso, was ist denn die Trump Mall? Das ist ja ein Einkaufs-. Achso, Einkaufs-. Einkaufsmeile. Ja, Trump Mall wird die umgenannt. Die ganze Cranger-Straße. Cranger-Straße ist dann für eine Woche lang Trump Mall. Das ist auch nicht Swift-Kirchen, sondern Trump-Kirchen. Nee, Trump-Kirchen, ja. Trump Shopping Mall. Ja. Dann kriegt er für die Volvo einen Gutschein für 20. So. Und dann erzählt man dem, dass schon Napoleon tatsächlich über die Cranger-Straße mal geritten oder mit der Kutsche gefahren und in Schloss Berge auch geschlafen hat. Und wenn du dann sagst, Donald, this is the suite where Napoleon was sleeping and this is now for you, dann wäre der, glaube ich, schon sehr happy. Würde geil finden, und dann würde der uns vielleicht auch finanziell unterstützen. Ja. Alle Schulden werden getilgt. Ja. Dann heißen wir zwar Trump-Kirchen, aber wir sind fein raus. Ja, und irgendein Werk würde ich mal zeigen. Irgendein Werk, wo hart gearbeitet wird. Ja, ich würde auf jeden Fall ein Werk zeigen, wo hart gearbeitet wird und sagen, ja, da werden deine Industrie Autoscheinwerfer gemacht. Ja, oder wo er auch, wo kommt dein Glas her. Ja, irgendwie sowas Hochtechnisches. Ja, ja. Wo er da vielleicht auch Geld investieren könnte, so Big Business. Ein Kraftwerk oder so. Ja, ja. Und wir beide dann mit unseren Hüten. Ja, so ist ganz normal. Normales Outfit bei uns. Ja, normal in G. Ne, Trump-Kirchen. Wer weiß. Gute Idee, oder? Ja, aber ich wäre trotzdem froh, wenn er nicht eben kommt. Ich auch. Ja. Ich glaube schon auch. Geht auch ohne den, ne? Ja, haben wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe noch ein paar Amerikaner, die jetzt, also ich hatte mal nachgeguckt, ob welche Gelsenkirchener irgendwie in Amerika gelandet sind. Ja, also da gibt es halt einen Künstler, der mal in Amsterdam gelebt hat und jetzt in irgendwie Alfred Schmidt und dann nach New York ausgesiedelt ist. Okay. Dann gab es noch ein Schauspieler, eine Schriftstellerin oder so, aber nichts. Was man so im... Ja, ja. Aber spätestens nach Taylor Swift wird Gelsenkirchen schon mal ein Begriff gewesen sein. War auf jeden Fall ja viel ja auch also in den Fernsehshows. Ja, ja. Also Jimmy Kimmel hat so ein paar weggemacht in Gelsenkirchen, wenn es das denn wirklich gibt. Ja, 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 so ähnlich wie wir über Bielefeld reden. Ne? Ja, ja. Aber demnächst kommt der Boss nach Gelsenkirchen. Bruce Springsteen ist auch schon ausverkauft. Ja. Das heißt also, Amerika und Gelsenkirchen sind ja gar nicht so... So weit auseinander. So weit auseinander. Nee, da kann ich dir sagen, wie weit habe ich mir aufgeschrieben. Wie weit denn? Dachte ich. Oder auch nicht, aber es sind 9000 Kilometer auf jeden Fall. 9000 Kilometer? Weißt du, wie viele Meilen das sind? Das ist meine letzte Frage.
Weil ein Cowboy. Weniger. Ja, wie viel ist denn eine Meile? Eine Meile sind ungefähr 1,2 1,6. Ah. 1,6 Kilometer sind eine Meile. Deswegen, wenn du da auf den Tacho guckst, immer 30 Meilen, dann hast du ungefähr 50 km/h. So. Ah, das ist gut für dich zu wissen als Cowboy demnächst. Ja, let's go. Und dann meine Pferde nicht mit mir durch. No, no. Okay. Was sagen wir jetzt? Goodbye. Bless you. Take it easy. God bless you. S.A. Howdy. Komm, wir machen so. Yeah!